allererste Spiel. Das war ein Pick mit Vieren. Den habe ich schon Jahre nicht mehr verloren. Auf Passe mit 7 Trumpf. Denk, nein, jetzt spielst du genau mal ein schönes Finale mit und gehst direkt baden. Also das war gar nicht schön. Das Weiterkommen in der letzten Runde mit der Entscheidung, einen Pick Hand, den ich normalerweise reize, doch nicht zu reizen mit dreien, weil ich gedacht habe, der eine versucht dich nur über den 44er Wert zu heben, um selber weiterzukommen, was ja auch Taktik ist. Und das ist eigentlich das Weiterkommen, weil es war eher eine Hebung und er hat sein Spiel verloren, sonst hätte ich verloren. Das war auch die entscheidende Runde, ne? Das war das vorentscheidende Spiel, das war das Highlight. Ja, es sind nur 6 Leute da und das Ziel ist dann eigentlich schon unter den ersten 3, weil sonst hätte man keins. Also ich möchte eigentlich unter die ersten 3 kommen, wenn es geht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren 2 erlebnisreiche Tage. Man hat viele Freunde, die man bisher nur übers Internet kennengelernt hatte, persönlich kennengelernt. Das Niveau des Skatspiels in diesen 2 Tagen war sehr hoch. Und die Spannung stand regelrecht über dem Saale, wie es jetzt zur Sache ging, dass die letzten 6 Spiele ausgespielt wurden. Skatspielen ist für mich eine oberaffengeile Sache. Begründung warum? Man kann sich mit anderen Mitspielern messen und sieht dann, wer last but not least der Bessere ist. Ich bin von Haus aus ein Siegertyp, habe immer zum Ziel zu gewinnen. Sollte es nicht klappen, werde ich aber auch nicht böse sein. War stark, eigentlich sehr stark, im letzten Finale knapp durchgesetzt, aber hat zum Glück gelangt. Spaß haben, schauen, was rauskommt. Im Endeffekt kann ich nichts mehr verlieren, also einfach offen sein. So, und damit steigen wir ein ins zweite Halbfinale. Und auch hier trifft wieder Profispieler auf Hobbyspieler Markus Bindel aus Neumarkt bei mir genommen. Und spielt aber seit 2 Jahren Online-Skat. Er spielt gegen Günter Hack und Roland Bünten. Und so wie ich das verstanden habe, ist Roland Bünten alles andere als ein Unbekannter in der Szene. Ja, das ist richtig. Der Roland ist einer der besten Spieler der Welt, zweifellos. War schon Europameister 1995, Vize-Weltmeister, etliche große Turniere gewonnen. Er ist ein ganz großer. Ziemlich lieber Roland. Ja, der Günter kommt aus der Pfalz, wo ich auch wohne. Spielt schon über 40 Jahre Skat, aber hat auch lange pausiert und hat jetzt wieder Online-Skat angefangen. Was macht's denn hier mit mir? Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ins Geschehen ein, Thomas. Genau. Markus Bindel hat das Spiel an sich gerissen, Kreuz 10, K.O. 7 im Skat. Was spielt er? Ja, er wird ein einfaches Kreuz jetzt spielen. Auf jeden Fall die blanke Herz 8 drücken. Und wie kommst du raus? Mal sehen, was er noch legt. Wahrscheinlich Karo König. Ich würde damit jetzt ein Grand versuchen. Ja, das ist doch ein bisschen gewagt. Er ist ja nicht vorne, er hat nur 2 Bauern, nur 2 Asse. Das heißt nicht vorne, er kommt nicht raus. Er kommt nicht raus, genau, ja. Und man muss hier auch sagen, das ist das letzte Spiel, vom letzten Spiel liegt der Markus mit 340 Punkten vorne vor dem Roland. Das heißt, daher er wird hier kein Risiko mehr eingehen. Ja, er ist auch gar nicht mehr einholbar, selbst wenn er das Spiel jetzt verliert. Wird er den Tisch gewinnen, von daher ist das Spiel eigentlich nicht mehr für den Ausgang entscheidend. Also das heißt, auch beim Turnierskat, man spielt eigentlich mehr sichere Spiele, man geht nicht allzu viel Risiko. Genau, es kommt immer darauf an, über welche Distanz das Turnier geht. In der kurzen Distanz geht man mehr Risiko, ist das ein längeres Turnier, dann eher so kontrolliert. Ja, denn ein verlorenes Spiel ist kaum einholbar. Ja. Genau, wenn man eins verliert, muss man ja wieder 2 dafür gewinnen, um das auszugleichen. Absolut. Also, und Markus Bindel, hier der Mann, der noch nie ein Skat-Turnier gespielt hat, der liegt vorne und der scheint das Match zu machen. Ja, das ist bemerkenswert, ja. Er ist wirklich ein Hobbyspieler und geht hier völlig unbedarft an die Sache ran, hat aber Erfolg. Also, er kriegt natürlich auch das Material, hat aber keine Angst vom Reizen und ist da sehr erfolgreich, mit ein bisschen Glück. Ja, und der große Favorit sitzt in der Mitte.
und der sieht sich hier von einem Außenseiter überrollt. Genau, aber er wird ja jetzt Zweiter hier am Tisch, hat mit 915 Punkten auch, wird er dann ins Finale kommen, denn an Tisch 1 hatte ja der Andreas Steiger als Zweiter nur 753 Punkte. Sodass er sehr glücklich jetzt als Zweiter noch ins Finale einzieht, was er aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht weiß, weil er ja nicht weiß, was an Tisch 1 jetzt gerade gelaufen ist. Genau, jetzt wollen wir mal schauen, die letzten beiden Stiche stehen an und spannend ist es im Grunde genommen hier jetzt nicht mehr, denn Markus Bindl ist längst zu Hause. Genau. Nein, er hat verloren, die Gegenpartei hat schon 61, von daher war es schon nicht mehr spannend. Es war nicht mehr spannend, aber er ist zu Hause, damit meine ich, er ist im Finale. Ja, im Finale ist er das. Und das ist für den Mann ein Riesenerfolg. Ja, auf jeden Fall, jetzt hat er ja schon mal mindestens den dritten Platz sicher und das sind ja immerhin 10.000 Euro. Und das kann jeder gewinnen, der ein bisschen Skat spielen kann. So, und hier haben wir den Zwischenstand. Ja, genau. Das Ende der beiden Halbfinale. Und somit stehen die Finalisten fest. Ja, die beiden Sieger, der Joachim und der Markus aus von Tisch 1 und Tisch 2. Und der Roland, der dann als bester Zweiter noch mit dazu rutscht. Günther, wie ist denn das Halbfinale für dich gelaufen? Das Halbfinale, leider Gottes, ist so gelaufen, dass ich keine Karten bekam. Nichts dem zu trotz hat mir also das Finale trotzdem gefallen. In der Niederlage kann man sich die Kraft holen für weitere Siege. 2007 möchte ich bestimmt schon wieder kommen. Jetzt haben Sie sich online qualifiziert, jetzt haben Sie letzte Woche durchgestanden. Ja. Gehen Sie denn jetzt auch wieder ins Internet und denken, ach, bei der nächsten Runde will ich wieder dabei sein? Ja, keine Frage. Ja, das war hier so ein guter Erfolg. Auch die Organisation war hervorragend. Und ich bin sicher, dass nächstes Jahr noch viel mehr Teilnehmer sind. Ja, und da ist der Wettkampf eigentlich immer gegeben. Und es macht wirklich großen Spaß. Aber bei der nächsten, sag ich mal, Game-Duell-Skat-Runde, wenn es wieder... Bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Weg. Skat im Internet. Auf gameduell.de, Deutschlands größter Spieleseite. Echte Gegner und echte Gewinne. Jetzt kostenlos Kart spielen auf gameduell.de.